Servus, hier ist der Roman Breitner, Wissenlecker, Master von Beruf. Ich wollte mich zu ein paar Sachen äußern, die in letzter Zeit waren, und ein bisschen meine Meinung sagen. Zum Beispiel, Thema von Gitta Wurst. Ne? Jetzt haben wir es also gewonnen, den Song Contest. Ne? Den ESC. Ne? Was wollte ich sagen dazu? Zum einen muss ich sagen, erst habe ich mir ja gedacht bei dieser Wurst, ne, das für ein komischer Mann, der sich anzieht wie ein Weiberl, ne, und dann hat der Bart auch noch, oder trotzdem Bart, oder wie auch immer, weiß man nicht, das Mädel ist Weiberl, ne. Haben wir nicht viel Dach dabei, man ist doch, schaut ein bisschen komisch aus, die Figur, ne? Seltsamer Typ. Und jetzt plötzlich gewinnt er uns den Song-Contest. Naja, das muss ich schon sagen, hätte ich nicht gedacht. Ne? War ich dann schon auch erstaunt. Muss sagen, bin aber auch jetzt im Nachhinein eigentlich erfreut darüber, weil ich meine, es ist eh nicht oft, sag ich mal, dass Österreich irgendwas gewinnen tut. Ne? Naja, und ersten Platz zu haben, ne, ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Aber na gut. Auf der anderen Seite, da war natürlich schon, wenn du auf Facebook gehst oder im Internet schaust, ich meine, war das schon natürlich jetzt ein mega Hype. Ne? Alle ausgezuckt wegen der Conchita Wurst. Ne? Verständlich auf der einen Seite, weil er hat ja gewonnen. Ne? Und da kann man natürlich auch mal vielleicht stolz sein, sag ich mal ganz vorsichtig, ne, auf jemanden aus Österreich. Ne? Aber ja, mein, auf der anderen Seite, weil es heißt, Toleranz und Freiheit ist, wofür es stehen tut. Ne? Naja, ganz ehrlich, ich meine, die Leute, die vorher so sagen, intolerant waren, werden jetzt auch nicht plötzlich tolerante Leute geworden sein. Ja, einen Tag später, die vorher schon so waren, werden es wahrscheinlich jetzt genauso sein oder auch bleiben. Ne? Schade, aber irgendwo muss man auch natürlich sagen, das ist halt das Leben. Ich meine, so ist die Welt, ich meine, das ist die Realität. Gut, was hat es geändert? Ich meine, ich weiß nicht, ich meine, man muss natürlich schon sagen, viel gibt es ja nicht, viele Leute, auf die man jetzt stolz sein könnte in Österreich. Ne? Ich meine, wer ist da schon? Ich meine, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Ländern wie England oder Amerika, die haben ja schon einige Leute natürlich hervorgebracht, wo man ja die jeder kennt, ne? Sicher sind da auch einige, so sag ich mal, salopp ausgedrückt, Freaks darunter, ne? Aber auf der anderen Seite, die ganze Welt kennt die, und ich meine, die haben es geschafft und die werden bewundert von allen. Ich meine, was hat Österreich bisher zu bieten gehabt? Naja, den Falken, ne? Falco, aus. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Ich meine natürlich da irgendwie die altbackenen Leute, ne, irgendwie der, weiß ich nicht, der Mozart und solche Strauß oder wie die alle heißen, ne, das für die Touris, ne, was halt da viel Geld machen mit denen. Ne. Gut, das, aber ich meine, die sind schon lang tot. Ne, die rühren sich nicht mehr. Ne. Und jetzt von den neuen Leuten sozusagen von der Jetztzeit, ne, da, von der modernen Zeit, ich meine, da hast du nicht viel gehabt. Ich meine, sind wir uns ehrlich, ich meine, da gibt es eigentlich niemanden. Ne? Und das andere, was einem nur einfällt, was sozusagen Persönlichkeiten, Bekannte betrifft, naja, du bewegst dich gleich in einer äußerst dunklen Zone. Ne? Wenn du dir mal anschaust, die Vergangenheit, ne, da ist aber nicht wirklich tief vergraben. Ne? Weil, ich mein, da fällt mir ja gerade mal irgendwie ein, der Herr Hitler. Ne? Oder sagen wir mal, auch in der jüngsten Zeit, ne, da haben wir
Brickler-Bierl, ne? Fritzl, das sind also die Leute, die mir einfallen, die vielleicht noch ein bisschen, die sozusagen auch außerhalb Österreichs bekannt geworden sind. Und ich meine, da kann man, sagen wir, sich ehrlich nicht stolz, da kann man nicht stolz sein auf solche Leute. Na, und insofern, obwohl ich ja sagen muss, Conchita Wurst, da habe ich mir auch erst gedacht, na, was ist denn das für ein Freak? Na, aber auf der anderen Seite bin ich ehrlich gesagt, da ist mir lieber über Conchita Wurst in Österreich oder die ist bekannt als die Leute, na, die ganzen Psychopathen und Verrückten und so weiter. Na. Aber ja, gut, ich meine, es ist eine Ausnahmeerscheinung. Ich meine, ich glaube, das Problem ist halt einfach, ja, vielleicht kann man jetzt kurz sozusagen stolz sein, aber verschreien tat er sich nicht. Und ich meine, es wird wahrscheinlich auch dabei bleiben. Ich meine, wie viele Leute gibt es denn, ne, die wirklich jetzt, wo man sagt, da hätte man stolz sein können? Wie viele Künstler gibt es in Österreich, wo man sagt, ah, die sind super oder die wären es irgendwie wert, dass man stolz ist auf sie oder dass man die irgendwie bekannter macht woanders? Ich wüsste keine. Ne? Also da fällt mir eigentlich, wie gesagt, nur Falke ein, ne? Oder jetzt ist von mir aus Conchita Wurst. Aber ich meine, ehrlich gesagt, das war es auch schon wieder. Ne? Mehr gibt es da nicht. Ne? Ja, und ehrlich gesagt, zu stolz möchte ich auch nicht sein. Weil ich meine, entschuldige, ich mein, wie kommt das rüber, wenn es irgendwo anders, sag einmal im Ausland, groß rätst, ne? Ja, die Österreicher sind so super, ne? Ja, ich würde lieber ruhig sein, weil, ich meine, ich möchte gar nicht anfangen, weil die sehen die Kleinen in einer gewissen Ecke, wenn du daherkommst mit der österreichischen Flagge und sagst, ich bin stolz auf meine Leute. Na, das lassen wir lieber. Ich meine, von mir ist Conchita Wurst eine Ausnahmeerscheinung, aber viel wird dann auch nicht kommen und so weiter. Und ehrlich gesagt, mit der Einstellung, die ich jetzt zum Beispiel zu dem habe, hoffe ich auch, dass das so bleibt. Ne? Ich will mich da ehrlich gesagt nicht. Ich will mich ehrlich gesagt da nicht so hervortun als Österreicher. Belassen wir es lieber so, wie wir es gewohnt sind.